Die DLRG Papenburg steht für mich für unglaubliche Vielfalt, für alles, was mit dem Wasser in Papenburg zu tun hat. Vom Schwimmen bis Einsätze bis Wachdienst. Wir haben Porgenpol Campingplatz. Wir haben beim NDR-Festival Wachdienst gemacht. Wir dürfen kleinen Kindern das Schwimmen beibringen, was eines der schönsten Aufgaben ist, die ich kenne. Von Bootsführern über Strömungsrettern bis hin zum ausgebildeten Rettungsschwimmer, Katastrophenschutz bei Hochwasser bis zur Flüchtlingshilfe. Für mich persönlich ist die DLRG Papenburg Teamwork von Jugend bis zum Erwachsenen. Wir arbeiten in den Jugendbereichen ganz stark mit ab 12-Jährigen im Einsatzbereich, in der Ausbildung und bis hin zu den 70-Jährigen sind alle mit dabei.